Liebe Zuhörer bei Radio Horeb, die Sie jetzt eingeschaltet haben, vielleicht zu Hause, vielleicht unterwegs, im Auto, im Zug oder in anderen Verkehrsmitteln, vielleicht am Internet, wo auch immer Sie jetzt eingeschaltet sind und zuhören. Auch liebe Gottesdienstteilnehmer hier in der Kirche in Balderschwang, wir sind jetzt miteinander verbunden. Ja, man kann sagen, durch die Medientechnik weltweit. Und wir laden Sie jetzt alle ein, sich gedanklich hier in den Kirchenraum in Balderschwang zu versetzen, mit uns zu vereinigen im Gebet, in der Anbetung. Jesus ist jetzt ausgesetzt auf dem Altar hier in dieser Kirche. Die Monstranz steht auf dem Altar. Wir sind alle ausgerichtet auf Christus in der Eucharistie. Und so beten wir ihn an. Therapeuen auf Griechisch. Wir beten ihn an, wir schauen ihn an und beten ihn an. Und gleichzeitig schaut Jesus uns an, Therapeuin, heilsam, schaut er uns ins Herz, in unser Leben. Und so stellen wir uns jetzt unter den Segen des allmächtigen Gottes, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Der Herr sei mit euch. Ich lese einen Abschnitt aus dem Markus-Evangelium. Sie kamen nach Jericho. Als er mit seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge Jericho wieder verließ, saß an der Straße ein blinder Bettler, Bartimäus, der Sohn des Timäus. Sobald er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, rief er laut: Sohn Davids, Jesus, hab Erbarmen mit mir. Viele wurden ärgerlich und befahlen ihm zu schweigen. Er aber schrie noch viel lauter: Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Jesus blieb stehen und sagte: Ruft ihn her. Sie riefen den Blinden und sagten zu ihm: Hab nur Mut, steh auf, er ruft dich. Da warf er den Mantel weg, sprang auf und lief auf Jesus zu. Und Jesus fragte ihn: Was soll ich dir tun? Der Blinde antwortete: Rabuni, ich möchte wieder sehen können. Da sagte Jesus zu ihm: Geh, dein Glaube hat dir geholfen. Im gleichen Augenblick konnte er wieder sehen und er folgte Jesus auf seinem Weg. Herr Jesus, wir sind jetzt hier vor dir versammelt und bitten dich, wie der blinde Bartimäus, in all unserer Bedürftigkeit, in all unserer Gebrochenheit,
in all unserer Unfertigkeit und Halbheit. Ja, wir hocken vor dir wie der Blinde am Straßenrand und haben innerlich auch oft genug den Eindruck, dass wir unwürdig sind, dass wir dir kaum begegnen können. Aber es ist jetzt die Chance, wie der blinde Bartimäus zu dir aufzuschauen. Du gehst vorüber, Herr. Wir können dich nicht festhalten. Und dennoch, es ist jetzt die Chance. Die Chance dieses Tages, auf dich zu schauen, Herr, und dir zuzurufen, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und wir wollen uns von niemandem dabei ausbremsen lassen, sondern nur noch lauter rufen, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und ich komme vor dich mit all den Bereichen, in denen ich selber nicht zurechtkomme, auch wenn ich beruflich oder familiär oder in irgendeiner Weise doch immer auftreten muss und irgendwie groß sein muss, stark sein muss, den Eindruck erwecken muss, ich habe alles in der Hand, ich habe alles unter Kontrolle. Herr, ich bringe dir meine ganze innere Gebrochenheit und Angst. Ich bringe dir alles, wo ich blind geworden bin, vielleicht betriebsblind durch irgendwelche Ideologien oder Dinge, die ich einfach dauernd so, wie sie sind, tun muss. Oder vielleicht auch durch Lebenserfahrungen, durch Dinge, die sich in meinem Leben so eingeschliffen haben, wie der Trampelpfad von Kühen auf der Alm. Sie haben die ganze Alm zur Verfügung, auf dem Heimweg treten sie immer wieder über denselben Pfad. So gibt es auch in uns diese eingetretenen Mechanismen, die wir nicht loswerden können, die wir einfach vor dich halten, Herr, die uns in unserem Leben im wahrsten Sinne des Wortes betriebsblind machen. Wir können es anschauen, wir können das erkennen, aber wir können es nicht verändern. Wir kommen aus unserer Haut nicht raus. Wir kommen aus diesen alten Mustern unseres Gewordenseins und unserer Gene nicht heraus. Herr, wir kommen mit all dem zu dir, was uns bremst und was uns blockiert, was uns aufhält. Wir kommen zu dem mit all den Schmerzvermeidungsverhalten, dass wir Umwege machen um die Schwierigkeiten unseres Lebens, so wie wir es gewohnt sind, vielleicht den schwierigen Dingen auszuweichen. Herr, wir kommen zu dir mit allem, was nach Heilung schreit. Wir schreien zu dir um diese Heilung, auch für die Dinge, wo wir uns auf Dinge eingelassen haben, die uns den schnelleren Erfolg versprechen, die uns einen angenehmeren Weg versprechen, die uns mehr Wellness oder mehr Wohlbefinden versprechen. Herr, wir bringen dir all die Bereiche, wo wir Lügen und Ideologien auf den Leim gegangen sind. Herr, wir kommen zu dir mit allem, wo unsere Blickrichtung falsch ausgerichtet ist, wo wir uns zu sehr in die Sorgen und in die Bedürfnisse dieses Lebens verhakt haben, wo wir das anschauen, was uns direkt umgibt und dabei den Blick auf dich verloren haben. Herr, wir kommen zu dir mit der Bitte, heile unsere Sichtweisen, heile unsere Augen, heile alles das, was sich in uns ereignet, was in uns eindringt, durch unsere Sinne, dadurch, dass wir uns darauf einlassen, vielleicht auch sündhaft sogar, vielleicht auch die Dinge, die sich einfach aufdrängen, vielleicht auch Sichtweisen, die in dieser Welt en vogue sind, auf die wir uns einfach einlassen. Herr, wir kommen zu dir mit allem, wo wir spüren, dass wir wirklich betriebsblind sind, dass wir geblendet sind, auch von Ideologien unserer Zeit. Herr, so kommen wir vor dich und bitten dich um Heilung. Heile uns, Herr, in der Tiefe unseres Herzens. Nummer 255, 255. Yeah.
Herr Jesus, wir kommen jetzt zu dir mit unserer Gesellschaft, mit unserem Staat, mit unserer Kirche, mit all den Institutionen, die uns umgeben, in die wir eingebunden sind, beruflich oder in irgendeiner Form von Abhängigkeit. Wir kommen zu dir mit der immer größer werdenden Orientierungslosigkeit, besonders junger Menschen. Wir kommen zu dir mit der Haltlosigkeit vieler Menschen, weil diese Gesellschaft immer weniger Orientierung gibt. Wir kommen zu dir mit der Not, dass in unserer Zeit immer mehr destabilisierende Faktoren am Werk sind. Innerhalb der Kirche, die Einheit, die zu zerbrechen droht, die unterschiedlichen Richtungen, die da ihren Vorrang beanspruchen, vom Zeitgeist bis zur tiefen Frömmigkeit einer Spiritualität, die auf Tradition und Kirche und Heilige Schrift aufgebaut ist. Herr, wir kommen zu dir mit all den destabilisierenden Faktoren in Politik, in Ökologie und Ökonomie, in der Politik unserer Kommunen, unseres Landes, unseres Staates. Herr, wir kommen zu dir mit der großen Komplexität und Kompliziertheit unserer Gesellschaft, in der sich viele Menschen nicht mehr zurechtfinden. Die fortschreitende Modernisierung in der Technik, aber auch in geistigen Strömungen, die teilweise auch in Ideologien hinein sich verlieren. Wir kommen zu dir mit einer Gesellschaft, die immer mehr Gott aus dem Blick verliert und Jesus Christus aus dem Blick verliert und dafür andere Dinge vergöttert, die Gesundheit, die Umwelt, die ganze Welt, was auch immer dann an diesem Platz gestellt werden kann. Nicht, als ob diese Dinge nicht wichtig wären, aber sie dürfen doch nicht den Platz Gottes einnehmen.
Ja, und so stoßen diese Ideologien immer unverminderter aufeinander, teilweise mit schonungsloser Kraft und Gewalt, auch die Gewaltbereitschaft unter Menschen, diese Aggressivität, die im Straßenverkehr, in der Begegnung, im Alltag deutlich zunimmt. Ja, wir kommen zudem mit unserer Gesellschaft, die krank ist. Eine Gesellschaft, die vielen, gerade jungen Menschen, auch Angst macht und die sich gar nicht mehr in die Verbindlichkeit von Beziehungen oder gesellschaftlichen Vorgaben hineinbeziehen lassen möchte. Viele Menschen, die einfach nicht mehr heiraten möchten, weil sie die Verbindlichkeit fürchten und sich gleichzeitig nach Geborgenheit sehnen. Wir kommen zudem mit einer kranken Gesellschaft, die immer mehr den Sinn für Nachkommenschaft verliert. Eine Gesellschaft, die Abtreibung zu einem Menschenrecht erklären will. Wir kommen zudem mit einer kranken Gesellschaft, die lebensfähige Kinder im Mutterleib bis zum Tag vor der Geburt töten will. Wir kommen zudem mit einer Gesellschaft, die bereit ist, ihre Nachkommen abzuschlachten. Das ist Suizid auf Raten, Herr. Eine solche Gesellschaft kann keine Zukunft haben, aber die Menschen sind blind. Sie sehnen sich einfach nach freigelebter Sexualität ohne Verbindlichkeit, ohne Reinheit, ohne Klarheit und Orientierung. Ja, wir kommen zudem mit Menschen, die das für Freiheit halten, wenn sie sich von allen gesellschaftlichen und religiösen Vorgaben loslösen. Wir kommen zudem mit einer Gesellschaft, die das als Freiheit verkauft, wie der Astronaut im Weltraum, der sich von der Raumkapsel löst, weil ihm immer noch zu viel Bindung da zu sein scheint. Aber diese letzte Bindung an die Raumkapsel lässt den Weltraumfahrer verglühen, lässt ihn sterben, irgendwo da draußen im Nichts. Ja, wir kommen zudem mit einer kranken Gesellschaft, die uns das als Freiheit verkauft, was in Wirklichkeit Orientierungslosigkeit und Verlorenheit ist. Wir kommen zudem mit einer Gesellschaft, die in vielerlei Hinsicht die Menschen belügt und betrügt. Wir kommen zudem mit einer Menschheit, die selbst keine Orientierung mehr hat, aber anderen vorgaukelt, sie wüssten, wo es lang geht und Vorrang beanspruchen. Herr, wir kommen zu dir mit einer Gesellschaft, die in so vielerlei Hinsicht krank ist, die in der Erziehung überhaupt nicht mehr dafür sorgt, dass Kindern und Jugendlichen eine Identität vermittelt wird. Durch diese Genderlüge entwickelt sich keine geschlechtliche Identität. Wir kommen zudem auch mit einer Kirche, die die Gendersprache in ihren Sprachjargon übernehmen möchte. Mit einem Handstreich wird mal eben die ganze Sprache verändert. Mit einem Handstreich soll ein ganzes Bewusstsein verändert werden, als wenn Sexualität frei verfügbare Ware ist. Ja, wir kommen zudem mit einer Gesellschaft und einer Kirche, die keine Normen in dieser Hinsicht mehr akzeptiert. Wir bringen dir jetzt in diesem Heilungsgebet auch die Kinder und Jugendlichen noch einmal, die also keine geschlechtliche Identität entwickeln sollen, die auch keine kulturelle Identität entwickeln kann, weil viele Kulturen und Religionen aufeinanderstoßen und beliebig nebeneinander herleben. Da gibt es keine Vermittlung, da gibt es keinen Vorrang, da gibt es nur noch Wahllosigkeit. Und wir kommen zu dir auch mit dieser mangelnden religiösen Identität. Im Nebeneinander der Religionen wird es wahllos dargestellt, gleichgültig, wie du dich entscheidest. Eigentlich ist Religion insgesamt nicht mehr wichtig, so wird behauptet. Die Essenz aus all den Religionen ist dann der Humanismus. Das rein menschliche, innerweltliche bleibt übrig. Wir kommen zudem mit einer Welt, die so kalt wird, weil sie in dieser Welt allein gelassen ist. Wir kommen zu dir mit den Kindern und Jugendlichen, die auch im Nationalen keine Identität entwickeln und in keiner Hinsicht eigentlich eine allgemeine verbindliche Identität haben. Jeder Orientierungspunkt, jeder Grundsatz, auf dem sich Identität entfalten könnte, wird vorenthalten.
Wenn man genau hinschaut, entwickeln sich da Menschen, die ein Freiheitsideal haben, das mit Verlorenheit zu tun hat, die keinerlei eigene Identität mehr entwickeln und die eigentlich zum Funktionalismus erzogen werden, die vielleicht auf die starke Hand des Übervaters warten. Herr, du siehst die Entwicklung unserer Gesellschaft in eine völlig falsche Richtung. Menschen werden auf merkwürdige Weise in eine ganz neue Abhängigkeit gebracht. Auch Abhängigkeit von Medien, von Technik. Auch da wird der Freiheitsbegriff gebraucht und in Wirklichkeit werden immer mehr Abhängigkeiten geschaffen. Das ist das Perfide in unserer Gesellschaft, dass das als Freiheit verkauft wird, was die Menschen in Wirklichkeit versklavt. Sexualität, Materialismus, Medienkult, was auch immer. Ja, wir kommen zudem mit einer Gesellschaft, die wirklich in vielerlei Hinsicht krank ist. Und manchmal sieht es aus, als wenn sie in die Krankheit gesteuert wird von unsichtbarer Hand. Ein großer Bürokratismus, ohne dass man einzelne Personen oder einzelne Elemente in ihr entdecken könnte. Wie ein selbstfunktionierender großer Moloch. Du siehst, dass unsere Gesellschaft sich zu einer Zeitgeistfabrik entfaltet, mit austauschbaren Meinungen, mit Meinungen, die aufgegriffen werden, mainstreammäßig behandelt werden und wieder zurück in die Gesellschaft geblasen werden. Du siehst die Medienlandschaft, du siehst auch die Hörigkeit vieler Menschen, die das Evangelium nicht mehr kennen, aber der Meinung der Medien immer mehr vertrauen und glauben. Hat doch in der Zeitung gestanden, haben sie doch im Fernsehen gesagt, also muss es doch stimmen. Ja, wir kommen zudem mit einer Gesellschaft, die vorgibt, hochintelligent zu sein und technisch erfinderisch zu sein und gleichzeitig so in Abhängigkeit geführt wird. Abhängigkeit von Denken und Denkstrukturen, von philosophischen Ansätzen, die einfach nicht gut sind für den Menschen und in der vielerlei eine Wahllosigkeit, eine Beliebigkeit, einen Relativismus hervorbringen. Alles ist möglich, alles ist gleichgültig. Am Ende zählt gar nichts wirklich und jeder macht sich den Mix seiner Sinnfrage dann selbst zurecht, der Antworten auf die Sinnfrage zurecht. Er bekommt zudem mit dieser kranken Gesellschaft, an der Menschen wirklich krank werden, weil sie keinerlei Orientierung mehr finden und keine Liebe mehr entdecken, mit der sie behandelt werden oder geführt werden in eine Zukunft hinein, die dann noch gut sein könnte. Wir kommen zudem mit einer Gesellschaft, in der immer mehr Menschen die Angst haben, dass die Zukunft nicht gut wäre, dass wir untergehen könnten in der Vielfalt, in der Komplexität des gesamten Gefüges. Und dann die Flucht aus allem ins Private. Es war eine 16-Jährige, die einmal sagte, warum lauft ihr eigentlich immer mit diesen Stöpseln im Ohr rum, mit dem WhatsApp vor der Nase? Die Antwort dieser 16-Jährigen war, damit die Welt nicht mehr so wehtut. Herr, wir kommen zu dir mit einer Welt, die immer mehr wehtut, die hochintelligent zu sein scheint, die hochmodern zu sein scheint, materiell auf dem Gipfel des Wohlstandsberges angekommen, aber immer mehr Menschen wissen nicht, wie Leben geht. Das Leben tut weh, wie diese 16-Jährige sagt. Herr, wir kommen zu dir mit einer kranken Gesellschaft, die immer weniger weiß, wie Leben geht, die immer weniger weiß, wie geschlechtliche Identität aussieht, wo Männer immer weniger wissen, wie das Mannsein geht oder wie Vatersein geht. Es entwickelt sich immer mehr zu einer vaterlosen Gesellschaft. Wir kommen zudem mit einer kranken Gesellschaft, in der immer mehr Frauen nicht Mutter sein wollen und in der immer mehr Mütter ihre Kinder nicht annehmen können oder wollen. Wir kommen zudem mit einer Kultur des Todes. Herr, wir bitten dich, komm mit deinem kostbaren Blut, heile und befreie diese Gesellschaft von diesen falschen Ideologien, die uns von dir lösen
und immer mehr in üble und finstere und todbringende Ideologien hineintreiben. Herr, komm mit deiner heilsamen Kraft und heile und befreie unsere Gesellschaft von den Bindungen an das Böse. Befreie auch unsere Kirche von dieser Tendenz, immer mehr dem Zeitgeist zu entsprechen. Kirche ist keine Zeitgeist-Factory, Kirche ist Leib Christi. Jesus, heilige und reinige unsere Kirche, unsere Gesellschaft, all unsere Institutionen und uns im Einzelnen, unsere Familien und all die Bereiche, in denen wir leben. Komm, Herr Jesus, heile diese Zeit, heile diese Gesellschaft. Amen. Nummer 274, 274. Herr Jesus Christus, wir kommen jetzt zu dir und bitten dich um unsere persönliche Heilung. Heile uns an den Körperstellen und Organen, an denen sich Krankheit angesiedelt hat und eingenistet hat. Wir bitten dich um Wiederherstellung unserer Gesundheit, nicht damit das Leben sich angenehmer anfühlt, sondern damit wir dir umso mehr folgen können, damit wir in dieser Gesellschaft, in dieser Kirche zu treuen Zeugen deiner Liebe werden können. Denn du rufst jeden von uns beim Namen. Wir bitten dich gleichzeitig um die Kraft, das, was du eben nicht heilst, als Kreuz anzunehmen
dass wir in Liebe zu dir ans Kreuz hängen, damit diese Krankheit eine Würde bekommt, diese Schmerzen eine Würde bekommen, nämlich mit dir zusammen gelitten zu werden zur Erlösung dieser Welt, zur Heiligung und Reinigung der Menschheit und unseres Glaubens, zur Neuevangelisierung. Wir können unseren Leiden also auch eine Intention geben. Wir opfern sie auf für die Neuevangelisierung, für die Klarheit und Reinheit der christlichen Lehre, der Bekehrung der Menschen. Herr, heile uns, wo wir der Heilung bedürfen, damit wir dir umso mehr aufrecht folgen und dienen können. Und gib uns die Kraft zu tragen, was du uns lässt, damit wir auch in den Leiden treue Zeugen deiner Liebe sind. Und das ist offensichtlich noch wirksamer und noch anziehender. Dich zu loben und zu preisen, wenn alles gut ist und alles in Ordnung ist, das ist keine Kunst. Dir die Ehre zu geben, wenn wir im Angesicht des Todes oder im Angesicht des Kreuzes stehen, das lässt aufmerken und aufhorchen. Wir bitten dich um die Kraft einer Seele, die deine Gnade in sich trägt, um Heilung dankbar anzunehmen und das Kreuz wirklich in Würde und aufrecht und souverän mit dir zusammen zu tragen. Denn wir kommen zu dir auch mit all unseren Mustern, die sich entwickelt haben, mit unserem Gewordensein, das, was wir von unseren Eltern übernommen haben, an Denkstrukturen, an genetischen Vorgaben, am Verhältnis zum Alltag, zur Arbeit, zu all den Sorgen, die uns umgeben. Die meisten von uns sind geboren in einer Zeit, als der Wohlstand noch lange nicht so vorhanden war. Wir bitten dich, Herr, um Heilung auch unserer Familiengeschichte und unserer Familienschuld, die Schuld der Vorfahren. Wir bitten dich auch um Heilung von diesem Nazi-Geist, der nie wirklich gebeichtet oder um Vergebung gebeten worden ist, der keine Versöhnung gefunden hat, sondern vielfach verdrängt wurde in eine Zeit des Neuanfangs und des Aufbaus in den 50er und 60ern gewichen ist. Herr, wir bitten dich um die Befreiung von dieser Schuld, die immer noch wie eine Betondecke über unserem Land lastet. Eine geistige Wirklichkeit, die jederzeit wieder aufflammen und aufbrechen könnte, wenn die wirtschaftliche Situation sich verändert, wenn die Wohlstandsklammer nicht mehr alles zusammenhalten würde. Herr, wir bitten dich um Heilung und Befreiung von jeder Form von Nazi-Geist und Menschenfressergeist und Gotteszerstörergeist. Herr, du weißt genau, was diese Bitte beinhaltet. Wir bitten dich um Befreiung von Satanismus und von all diesen geistigen Kräften, die unsere Gesellschaft bombardieren und mit giftigen Pfeilen beschießen. Und wir bitten dich, bewahre uns, dass wir von diesen giftigen Pfeilen getroffen werden. Wir wollen uns zu dir bekennen, Jesus, und uns nur an dir orientieren und an dir festhalten. Das ist unser einziger Schutz, aber auch der sicherste. Herr, gib uns die Kraft, unsere Hilfe und unseren Schutz eben nicht anderswo zu suchen, bei Menschen oder in eigenen Kräften und Möglichkeiten, schon gar nicht in der Flucht. Sondern lass uns in dir geborgen sein, in dir stehen, in dir leben, uns bewegen, dich einatmen, Jesus. Sei du unsere Identität. Und noch einmal bitten wir dich, schau auf unsere Lebensgeschichte, auf unser Gewordensein und alles das, was wir unseren Eltern ererbt haben, an Beispiel, an Lebensrhythmus, an der Art, mit Sorgen umzugehen, an der Art, das Leben zu managen. Herr, du weißt, wie wir geworden sind. Du warst in jedem Augenblick dabei und wir bitten dich um Heilung und Befreiung von all den Dingen und Mustern, die wir mitgeschleppt haben in unser Erwachsensein, unser Leben lang, das Bewusste und das Unbewusste. Komm und heile uns bis in die Tiefe des Unterbewusstseins. Heile uns bis in die Tiefe unserer Psychologie. Heile uns bis in die Tiefe
unserer Genetik, unseres physischen und biologischen Leibes. Herr, wir bitten dich um deine heilsame und reinigende Kraft und sei du bei uns heilsam in jedem Augenblick unseres menschlichen Lebens. Komm du durch all diese Lebensphasen, die wir durchlaufen haben und in denen wir uns entwickelt haben, auch vor allen Dingen in den Augenblicken, wo sich Entwicklungsstufen in unguter Weise ergeben haben oder durch andere abgelöst haben. Komm her und berühre uns auch in den Bereichen des ungelebten Lebens. Das, was wir eben niemals erfahren haben, was wir niemals ausprobiert haben. Wer Entscheidungen trifft, lässt immer viele andere Möglichkeiten aus und hinter sich. Herr, bewahre uns zum Beispiel auch vor der Midlife-Krise, wo wir dann plötzlich versuchen, das Lenkrad noch einmal um 180 Grad herumzureißen und Dinge auszuprobieren, die wir bis dahin nicht ausprobiert haben, mit der Torschlusspanik, das Leben verpasst zu haben. Herr, lass uns spüren, dass wir in dir alles haben, dass wir in dir genug haben. Herr, komm, berühre uns heilsam, bewahre uns vor der Sünde, bewahre uns vor dem Irrtum, bewahre uns vor Aberglauben, bewahre uns vor den Ideologien dieser Zeit und vor dem Zeitgeist. Gib uns die Gabe der Unterscheidung der Geister und lass uns ganz klar in deinem Licht bleiben und messerscharf die Konturen zum Bösen erkennen und uns davon absetzen. Gieß dein kostbares Blut über jeden von uns aus, Herr, und versiegle unsere Herzen, unsere Wunden und bewahre uns vor den Mächten der Finsternis und schenke uns tiefe Heilung, dass wir aufrechte und gesunde und lebenstüchtige Menschen werden, die unser Leben und das unserer Mitmenschen tragen und begleiten können. Und da, wo wir Hilfe brauchen, auch die Demut zu haben, die Hilfe von anderen anzunehmen. Jesus, wir bitten dich jetzt um die Kraft deines Segens. Nummer 595, 595. Kyrie eleison. Kyrie eleison.
Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Der Weg, der allein zum Vater uns führt.